Es geht weiter mit Let's Play Risen. Und wir sind jetzt hier endlich bei den Weißen angekommen, die wir töten sollen mit unseren Kollegen hier. Hier sehen wir auch schon den ersten Ordenskrieger. Halt! Im Namen des Inquisitors! Nein, ich bleib garantiert nicht stehen. Da kommt schon der zweite. Der ist auch schon auf uns aufmerksam geworden hier, auf die Banditen. Der schafft es gar nicht mehr, sich umzudrehen. Leider hat es doch noch geschafft. Okay, der ist schon tot. Warum haben sie immer nur auf mich abgesehen? Geh doch auf die anderen los, komm. Geh auf die anderen los. So, komm. Jetzt. Schön. Den ganzen Krempel brauchst du nicht mehr. Hast du den jetzt durchsucht? Nein, gut, er hat eh noch Sachen. Hoffentlich hat sich der jetzt nicht den Trank von dem genommen. Ich hoffe es. Heilwurzel, den lege ich auf die Nummer 3. Und das Heilkraut würde ich auf die Nummer 5 legen. Gut. Dann gehen wir mal mit den 4 weiter. Halt, der hat auch so ein Kraut. Gut, das habe ich hier auf Nummer 5. Da hinten seht ihr schon den nächsten Ordenskrieger. Ich werde jetzt das Spiel speichern. Gut. Also kümmern wir uns hier um den nächsten Ordenskrieger. Gib den Ort. So, komm ruhig wieder zu meinen Kollegen da nach hinten. Wie ihr seht, benutzt Domingo jetzt einen Kampfstab. Da sieht man, dass die wirklich die Sachen dagegen auch aufnehmen. Und dann sogar benutzen. Du stehst nicht wieder auf. Gut, ein weiterer Weißer getötet. Okay, also gehen wir hier weiter. Hier sehen wir auch schon den Anführer der Weißen hier. Ich werde nochmal speichern. Ich weiß, ich bin übervorsichtig. So, hier seht ihr ihn. Er heißt Rudolf. Das heißt auswendig. Genau. Halt! Im Namen des Inquisitors! Oh, der ist aber früh auf mich aufmerksam geworden. Da kommt auch schon einer der Rekruten. Um den werde ich mich jetzt mal kümmern. What? Oh. Wer ist da gestorben? Craig ist gestorben, schade. Gut, brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Denn Armbrust und Schwertkampf kann uns eh Finn schon beibringen. Das heißt, tragisch ist es nicht. Und in Arena kämpfen werde ich sowieso nicht mehr. Man muss über Tode hinwegkommen. Man kann nicht ewig jemanden nachtrauen. Wie ihr seht, Rudolf hält natürlich auch mehr aus als ein normaler Ordenskrieger. Ist ja klar, wenn er der Anführer ist. Hat auch eine extra Rüstung an. So. Ach komm, stirb doch, Rudolf. What? Sag mal, wie viele Leute sterben da? Sag mal, sind die unfähig? Ich habe das schon einmal gemacht, bei einer Probeaufnahme, da sind nicht so viele gestorben. Noch so ein armer Schlucker ohne Gold. Ja, noch ein armer Schlucker ohne Gold. Durchsuchen wir Craig. Oh mein Gott, Craig! Wir können ihn gar nicht durchsuchen. Ah ja, den haben wir schon einmal durchsucht. Können wir dem hier sagen, dass wir fertig sind? Bis demnächst. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Nein! Nein, scheiße, wir sind noch nicht fertig. Bis demnächst. Komm mit. Komm mit. Scheiße, wir sind ja noch nicht fertig. Ich denke schon, wir sind fertig, weil ich den umgebracht habe. Da hinten sind ja noch Rekruten. Blödsinn! Halt! Im Namen der Inquisition! Ja! Ja! Denken jetzt wirklich, ich bleib stehen, wenn die das sagen. Blöd bin ich nicht. Ich will jetzt aber nicht, dass die auch noch sterben. Warum sterben denn die? Bei den Probeaufnahmen sind die nie gestorben. Auch auf der Xbox nie. Ach, scheiße. So, also wenn jetzt noch einer von den beiden stirbt, dann sage ich nur lächerlich.
Komm, ist mehr. Du kannst. Scheiße, ich muss mehr essen. Ist mehr. Du kannst mir nicht denn. Ha! Endlich geschafft. Dann sagen wir den beiden mal, dass sie ruhig wieder gehen können. Die Weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt. Warum erzählst du mir das? Geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don. Zwei Leute sind gestorben, was soll denn der Kack? Sind die unfähig? Ist echt unfähig. Rudolf durchsuchen wir, der hat einige nützliche Sachen, weiß ich. Domingo. Gut, immerhin hat es einen Vorteil, dass Domingo tot ist, denn, wie ihr sicherlich wisst, haben wir ja Oscar das Schwert einfach so weggenommen, als du es uns in die Hand gedrückt hast und uns zeigen wollte. Und Domingo hätte uns dann im Auftrag von Oscar mal ein bisschen zusammenhauen wollen. Außer wir geben ihm dafür die richtige Menge Gold. Aber das hat sich ja jetzt sowieso erledigt, da er ja gestorben ist. Gut, Milch, Brot und Pfeile hat er. Lege ich mich da auch gleich schlafen, um meine Lebensenergie zu regenerieren? Gut, dann gehen wir natürlich gleich zum Banditenlager zurück, um dem Don von unserer erfolgreichen Arbeit zu berichten. Da vorne geht ja noch Ricardo, der ist aber sehr langsam. Lieber einen Weitbogen um den Wolf machen. Ich habe überhaupt keine Lust auf den gerade. Und Ricardo benutzt auch den Klingenstab jetzt, wie ihr seht. Das ist Lorenzo, oder? Mir fällt auf, die schwächsten Kämpfer haben überlebt. Und die zwei stärksten sind gestorben. Komisch. Ich werde jetzt lieber eine Fackel anzünden. So. Jetzt wird gleich alles ein bisschen heller. Ja, brate ich auch gleich ein bisschen das Fleisch, das wir hier haben. Das Wetter ist ja leider nicht sehr schön. Es regnet. So. Wie ihr seht, sind wir jetzt schon hier im Banditenlager und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu Fincher und dem Don, um denen mal von unserer erfolgreichen Arbeit zu berichten. Da sehen wir wieder Oscar, ich werde ihn ansprechen, er verhandelt mit uns nicht mehr. Verschwinde, du Dreckskerl! Seht ihr, er handelt nicht mehr mit uns. Das ist natürlich der Nachteil, weil jetzt wahrscheinlich, da Domingo tot ist, gar nie mehr mit uns handeln wird. Aber da ich mich... Sei ich mich sowieso bald aus dem Banditenlager raus und in die Stadt begebe, ist mir das ziemlich schnurzpiepgal. Und in der Stadt gibt es viel bessere Waffenhändler als Oscar. Gut, da haben wir Fincher. Reden wir mit ihm. Die Weißen an der kleinen Tempelruine sind Geschichte. Sehr gut. Don Esteban wird mit dir zufrieden sein. So, dann wird es jetzt Zeit, die Schätze aus dem Tempel zu bergen. Die Arbeiter müssen die Artefaktkisten, die die Weißen gesammelt haben, ins Banditenlager bringen. Gut. Ich werde mich darum kümmern. Gut. Ich werde mich darum kümmern. Ein Mann der Tat. Das wird dem Don gefallen. Sag mir Bescheid, wenn du es erledigt hast. Gut, werde ich machen. Können wir dem Don jetzt schon davon erzählen? Ja, können wir. Ich habe mich um das südöstliche Artefaktlager gekümmert. Ja, ich habe schon gehört. Gute Arbeit. Das muss ich dir lassen. Vielen Dank. Hier, ein paar Münzen von meinem Haufen für diese gute Nachricht. Gut, 100 Goldstücke erhalten. Dann gehen wir jetzt natürlich zu Hawkins. Und wir haben 502 Gold. Das heißt, wir können uns die Arbeiterkleidung leisten. Dann sind wir immerhin ein bisschen geschützt. Das heißt, wir werden uns dann, wenn wir schon zu Hawkins gehen, auch gleich kaufen. Gut, und da sehe ich Hawkins auch schon sitzen. Mehr Arbeiterkleidung. In Ordnung. Hier hast du sie.
Danke. So, ihr seht jetzt, wir sind anders gekleidet als vorhin. Denn wir haben jetzt bereits die Arbeiterkleidung angezogen. Können wir beim Taschendiebstahl machen? Das ist zu riskant. Nein, das ist zu riskant. Schade. Die Artefaktkisten an der kleinen Tempelruine müssen geborgen werden. Was denn noch alles? Ich mach ja schon, was ich kann. Tatsächlich? Warum sitzt du da noch hier herum? Beweg deinen Arsch. Ja, ja. Schon gut. Ich gehe ja schon. Gut, Hawkins soll das Faktkisten bergen. Erfolgreich abgeschlossen. Schön. Das heißt, wir sind jetzt hier im Banditenlager soweit fertig. Ich werde schauen, ob ich Fincher noch berichten kann, dass wir das hier erledigt haben. Suchst du wen? Da ist Fincher. Nein, wir können ihn nicht extra darauf ansprechen. Schade, dem Don auch nicht. Hast du nichts? Gut, wie gesagt, dann begeben wir uns jetzt in die Hafenstadt. Auf dem Weg werden wir noch ein paar andere Sachen vorfinden. Und ja, dann sind wir endlich aus diesem Banditenlager heraus. Wir brauchen keine Angst mehr vom großen, brutalen Bruger zu haben. Können wir irgendwas Neues mit Sam reden? Ja, können wir. Viel Neues. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß. Sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broga hier noch die Also eigentlich wartet sie nicht mehr auf das Fleisch. Der wird sie schon gebracht haben. Aber erzähl mir mal über seine Jagdgeschäfte. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Doug und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Tja, ah, 50 Gold, jetzt schön. Jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Dein Jäger Doug gab mir Fleisch fürs Lager. Das sind gute Nachrichten. Das wurde auch Zeit. Bring es zu Rachel, wenn du es noch nicht gemacht hast, okay? Haben wir schon gemacht. Wegen Broga. Wegen Broga. Ich hörte, Broga will den Don ablösen. Ha, klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist zu riskant. Zu riskant, schade. Gut, dann begeben wir uns jetzt noch schnell aus dem Banditenlager hinaus. Gut, und an dieser Stelle hier würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann in die Richtung Hafenstadt. Und werden, wie gesagt, auf dem Weg noch ein paar andere Sachen vorfinden. Und ja, der Part von Let's Play Risen ist zu Ende. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos. Mein Name ist Turn 10.000. Bis zum nächsten Mal. Ciao.